So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem vierten Viertelfinalspiel in der Playoff-Serie IFA Landshut gegen die Kassel Huskies. Der Endstand 3:2 nach Verlängerung. Bei mir sind wie immer die beiden Trainer der Mannschaften, der Gästecoach der Kassel Huskies Rico Rossi und unser Trainer Toni Grinner. Wie immer gebietet das erste Wort unserem Gästecoach Rico Rossi zum Spiel. Ein kurzes Statement bitte. Du musst du nicht zeigen. Ja, ja, Glückwunsch. Der Sieg war verdient. Die waren besser wie uns heute. So geht es, das ist ein nice Hockey. Spielst du? Wir haben gute Chancen auch in Verlängerung der mit dem Alleingang von Tyler. Und das hätten die in der Richtung gehen können. Aber trotzdem, die waren besser wie uns heute. Vielen Dank, Rico. Ja, Toni, herzlichen Glückwunsch zum dritten Sieg. Was sagst du insgesamt zur Partie heute? Ja, zuerst einmal einen schönen guten Abend im Tempel des Spektakels. Denn was beide Mannschaften, beide Trainerteams hier abliefern, das ist aller Ehren wert. Das ist Werbung fürs Eishockey mit 44 Spielern, die alles geben, die leidenschaftlich spielen, die um jeden Zentimeter Eis kämpfen. Da hat der Eishockey-Freund, der Eishockey-Fan eigentlich ein Hochgenuss, sowas zu sehen. Und Respekt vor unsere Fans, wie sie uns antreiben, wie sie hinter uns stehen, wie sie uns solche Spiele erleichtern. Und man hat gesehen, die Mannschaft von der ersten Sekunde an hat den großen Willen gehabt, dieses Spiel zu ziehen, dieses Spiel zu gewinnen. Sie hat leidenschaftlich gearbeitet, viel gelaufen, Körper gespielt, absolut im Gameplan gewesen. Und es ist sehr, sehr, sehr schwer, gegen die Kasseler Mannschaft zu spielen. Sie sind in ihrer defensiven Zone unter Druck, sehr, sehr gewieft. Mit ein, zwei, drei kurzen Pässen schaffen sie es, Vorcheck zu neutralisieren, rauszukommen. Und wir hatten heute einen guten Plan und wir hatten uns natürlich Gedanken gemacht, weil wir in Kassel des Öfteren ins Leere gelaufen sind. Und das hat funktioniert. Ich glaube, über das gesamte Spiel ist der Sieg verdient mit zwei Pfostenschüssen und doch die ein oder andere hochkarätige Chance. Ich bin sehr zufrieden mit dem heutigen Abend, wie die Jungs gearbeitet haben. Und wir können jetzt das 20 Minuten genießen und dann abschalten und wieder aufs Neue vorbereiten für das nächste Spiel. Danke. Ja, vielen Dank, Toni Grinner. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Der Alf Niedermeyer legt los. Toni, wie hast du die Situation vor dem Penalty gesehen? War es ein absichtliches Torverschieben von Tyler Wollmann? Ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen. Ihr müsst es mir auf dem Video anschauen. In dem Fall heute ist so wie der Rico in Kassel. Ich vertraue dem, der es zum Entscheiden hat. Und gut, muss man halt so hinnehmen. Es ist brutal bitter und hart, weil du eigentlich das Spiel im Griff hast. Eine Bankstrafe, die bekommen und eigentlich das heimbringen musst. Ja. Schon in der regulären Zeit. Aber das zeigt auch wieder für die Mentalität in der Mannschaft. Wir haben uns da verbessert vom mentalen Bereich her, dass wir einen Nackenschlag wegstecken, positiv nach vorne schauen, weil das, was war, können wir nicht mehr beeinflussen. Aber das, was kommt, das können wir beeinflussen und das ist wichtig. Marco, was war los bei deiner 2 Minuten wegen Unsportlichkeit? War das die Geschichte mit dem Linesman? Ja, die hätten 3 Spieler über die Banken gewechselt an ICD, das normalerweise die Linesman muss das kontrollieren. Und ihm einige Worte gesagt oder war das nee, bitter oder nee, die Tür zugeschlagen? Wir sind ärgerlich an die Tür geschlagen und das ist wieder, wo man muss auch ein bisschen Spitzenfeel haben für das Spiel. Das ist nicht unser Hobby, das ist unser Leben und wenn man kein Verständnis hat für so Emotionen, dann habe ich nichts was zu sagen. Jetzt steht ihr mit dem Rücken zur Wand, aber ihr werdet wieder aufstehen, oder? Natürlich. Ja, das ist das Best of 7. Wir sind sehr stark zu Hause und wir werden hoffentlich uns wiedersehen hier am Mittwoch. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Darf ich Ihnen kurz die Ergebnisse aus den Playdowns verkünden. Der SV Kaufbeuren war kurz vor Schluss 5:4 vorne gegen die Bad Nauheim Roten Teufel. Die Heilbronner Falken klar zurück 0:5 gegen den ETC Grimmenschau 5 Minuten vor dem Ende.
Und wir haben noch die Endergebnisse aus den Playoffs. Und zwar haben wir hier dreimal einen Sweep. Die Dresdner Eislöwen verlieren in der Verlängerung 3-4 gegen die Bietigheim Steelers. Damit 4-0 für die Bietigheim Steelers in der Gesamtserie. Die Stables Rosenheim haben 3-4 ausnahmsweise nicht in der Verlängerung, sondern in der regulären Spielzeit verloren gegen die Fischtown Penguins. Damit ebenfalls 4-0 für Bremerhaven. Und die Ravensburg Tower Stars verlieren zu Hause 2-5 gegen die Frankfurter Löwen, damit ebenfalls 0-4 in der Serie und alle weiter. Ja, wie bereits angekündigt, das nächste potenzielle Heimspiel wäre Spiel 6 am Mittwoch. Ganz wichtig, nicht am Dienstag, sondern am Mittwoch um 19.30 Uhr hier in der Eissporthalle im Gutenbergweg. Ansonsten viel Vergnügen in Kassel und wir schauen mal, wie es ausgeht. Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende. Ich glaube, jetzt können wir uns alle erstmal ein kleines Bier aufmachen. Also macht es gut, Servus, pfiat euch und unseren Gästen einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.